ein böser Ronkeldracke. Oh, die armen Dimmos. Ah, wieder eine schöne Rockdrake-Feather. Schön. So muss das sein. Na komm, 15.021 ist schon in Ordnung. Snacken wir mal eben noch die Sachen hier weg. Ja, Familie Frosch grüßt euch alle recht herzlich zu Arduino. Alter, verlesen nur diese Seeker rumflattern. Krabben. Irgendein Rockdrake greift mich gerade an. Zumindest vom Sound her. Ach du meine Güte, also solche Teamprobleme haben wir nicht mehr und Bulli mehr auch nicht. Probleme. Ich schmeiß das aber jetzt erstmal weg. Ein bisschen zu viel Fleisch. Ja, also bis 25er Eier und so, die ich jetzt schon alle weggesnackt habe, habe ich noch nichts gefunden. Aber ich meine, wir waren ja bisher recht erfolgreich, wenn man das mal so sieht. Ne? 175er haben wir ja. Ja. Also, da kannst du echt nichts sagen. Ja. Da wollen wir uns mal nicht beschweren. Ein Alpha-Krabbe, wie geil. Ja, und hier unten, ganz unten, ist auch wieder nichts nachgekommen. Außer natürlich den Rockdrakes, die sind immer noch hier. Bitte? Hier ist wieder nachgekommen. Oh, hier ist ein Dimorphodon getamed von einem. Ich denke, was hier rumlag. Immerhin. Wird die Krabben hier direkt ankommen? Oh, wir wollen auch was davon. Hm.
Mein Drache hat nur Hälfte Leben. Ja, bei mir. Ja, also zahlenmäßig 100 Kronen auf die Hälfte. So angezeigt. Und dann noch ein bisschen was. Oh. Und dann ein bisschen weniger. Ja, ich mache jetzt noch einmal eine Runde und das war dann. Ja. Mhm. Ich habe gerade einen violetten Bogen bekommen. Diesen. Wie heißt der? Composite. Genau, der Kompositbogen, genau. Das eine Nest ist ja auch nicht wieder gespawnt, okay. Ach, da bist du ja. Mhm. Hallo. Seeker irgendwo eingeklemmt rum. Eine feuerrote Krabbe. Ich werd bekloppt. Feuerrote Krabbe! Ich will die haben! Aber wir haben keine Gammelbaits dabei, ne? Ich denke, die wirst du mit Gammelbaits füttern müssen. Ja, ne? Habe ich denn schon vergammelte Baits? Nein, sieht nicht so aus. So, ich bin beim blauen Auge oben und... Da ist ein Ei. Echt? Mein Drache hat von irgendwem eine Giftfuhr abbekommen gerade eben. Teilt ihn hier unten Gift? Tropleura vielleicht, ne? Skorpion, ja. 25er. Oh, 25er Snack! Ein 25er Snack Ei. Guck mir jetzt mal hier den anderen Ausgang an. Die Morphodon. Aha. Ich wusste gar nicht, dass wir einen Dimorphodon besitzen. Der hat sich selbst getamed. Aha, ich komme hier hinter einem See raus. Dino 20, den brauchen wir nicht. Ja, aber dann komme ich nochmal da durch und komme da hinten raus, wo wir immer rausgehen, ne? Mhm. Boah, mein armer Vogel, ey. Haben wir diesmal eigentlich eine Heileule dabei? Natürlich nicht. Aber bringt ja auch nichts, hier Stunden nee. Zu stehen. Nee, das bringt. Das ist schon vollkommen recht. Letztes Mal abfliegen. Ja, ich fliege gerade wieder den oberen Bereich, rechte Seite, Richtung Ausgang ab. Und dann ist die... Selbst wenn ich wollte, mein Vogel macht nicht mehr lang mit. Aber hier ist ein violetter Drop, ich glaube, den hole ich mir noch. Ich
20er rein. Mhm. Okay. So, kann man. Weil mein Vogel macht uns echt nicht mehr lange. Mhm. Hat jetzt auch 10.000 Sekunden. Jo, genau. Ich bin jetzt auch aus hier. Oh, bin ich froh, wenn das Geräusch jetzt aufhört. Ja. Oh. So. Alter Falter. Bis du ankommst, werde ich ihn aber trotzdem ein bisschen heilen. Er hat noch 9.400 Leben. Raus aus der Aberration. Nee. Ach so. Bin nur raus aus der Bockdreck. Ja, da bin ich auch raus. Warte vor. Ich bin gerade auf dem Weg zum Ausgang. Ach so, ja dann auf. Ich dachte, du wärst noch da drin. Entschuldigung. Mida. Auf Scheißstelle überstanden. So, 20er kann weg. 25er kann weg. 95er, 90, 25. Jo, Scheißstelle hinter mir. Right on to the Knusperhäuschen. Yeah. 10.300 Cygnus. Das will schon was heißen, da. Oh, ich habe ein Glowtail. Ein 132er Glowtail. Ja, und das geht da unten ja auch nicht kaputt, ne? Das nimmt keinen Schaden. Ich weiß nicht, ich bin eingepackt, ich hatte Angst. Also nee. Ja, kluge Entscheidung. Noch von wegen Mittag, ist Nacht. Hm. Ist mir aber auch Wurst, ich fliege jetzt straight on nach Hause. Bitte? Und er fliegt dahin fort. Ach, du warst da? Ach, da warst du, ja. Ich hab gewartet. Oh, wie süß. Turn around. And look at me. Geil. Hat Spaß gemacht, aber das geht echt an die Nerven durch diesen fucking Sound, der einem da auch genau das vermittelt. Aber cool. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn wir zu Hause sind, dann werden wir erstmal noch ein bisschen ausräumen und ja, mal gucken, das eine Ei dürfte fertig sein. Dann können wir da auch einen Rockdreck anschmeißen. Eventuell können wir das sogar schon direkt machen. Geil. Ja, und dann machen wir erstmal ein Päuschen. Du hörst auf und ich guck mal, wie ich weitermache. Was ich weitermache. Ja, ich muss halt erstmal Haare waschen und alles. Keine Ahnung, ob ich dann noch Lust habe. Hm. Das weiß ich gerade nicht. Ja, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich würde gern schon irgendwie nochmal in die Wivernschlucht, weißt du? Hm. Ja, mal so ein bisschen gucken. Ob das da vielleicht doch noch so ein Feuerwiverchen für uns gibt, ein gutes. Im Moment bin ich einfach nur froh, hier diese Ruhe genießen zu können. Yeah. Na? Jetzt schrill. Oh ja, die ganze Zeit. Oh. Ich meine, gut, könnte man ja ausschalten, aber irgendwie gehört das ja dazu. Dann hätte man weniger Stress, aber das gehört irgendwie dazu. Ich meine, ich beschwere mich ja nicht. Ich sage ja einfach nur, dass es stressig ist. Wo bin ich denn schon wieder hingeflogen? Schwingt ja noch hinterher. Turn around. Da sind wir.
Yeah, zu Hause. So, was haben wir denn zum Auspacken? Das will ich alles. La, la, la. Pack mal eben um, dann gucke ich nach dem Ei. Oder wenn du magst, guck du mal nach dem Ei. Bitte? Vier Rockbreak-Federn. Ah, ich nur eine. Und ein Glowtail, ein Glowtail. Ein Glowtail, ein Glowtail. Oh doch, ich hätte jetzt ein Spoiled Meat Bait gehabt. Hm. Aber ich glaube, da wäre ich nicht weit mitgekommen. So, das Fleisch lasse ich mal drin, da wirst du Verwendung für finden, denke ich mal, ne? Ja, das pull ich gleich. Die Anime-Frisur, die Manga-Frisur, du meine Güte. Oh, cool. Wirklich cool. Sogar ein Bauplan für so eine Gesellenrüstung. Hm. Der Kompositbogen, der ist halt auch Geselle. Ja, ihr Lieben, ihr habt's mitbekommen. Wir haben jetzt erfolgreich keinen mehr abbekommen, aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm, meine Güte. Wir haben ja wirklich gut vorgelegt irgendwie. Warte mal, der kommt zu Bauplan. Nee, hier kommt's. Und zu rüsten. Und wir werden jetzt nochmal kurz nach den Eiern gucken und dann große Pause. Den habe ich keine bei. Hey, Victor. Schwer am Arbeiten. Selber weg da. Okay, bin selber weg da. Ba, 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 ba. Bin aber weg. So, noch irgendwas. Ja, hier. Baupläne. Okay, der Rest kommt darüber. Ich weiß gar nicht, ob wir den Schwefel noch runterbekommen. Pien. Ja, dann haben wir hier noch Platz. Geht ja nicht anders. So, erstmal die Eier weg. Schwefel haben wir weg. Polymer, auch schmeiß mir bitte deinen Anzug in den Fabricator. Mhm. Weil jetzt brauchen die beiden mal eine Generalüberholung für die. Ein Feuerwehrmann-Ei ist fertig. Komme, 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 komme ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Bin unterwegs. Ah. Ja. Bin da. Ja, da ist es. Ich darf das alles selber machen. Cool. Ja. Magie. Dann drücke ich jetzt O, nicht E, ne? Mhm. Sobald der schlüpft, E. Boah. Dann wollen wir den deaktivieren, ne? Mhm. Und Follow weg. Ui. Ui. Oi, ach. Schick, schick. So, wie sind denn deine inneren Werte? Geht so? Geht so? Geht so. Also komplett durchweg. Geht so.
Alles klar, kann weggezogen werden. Oh, was? Ah, du hast schon wieder neu am Denken hier. Ah. Du hast mir jetzt so einen billigen Drake gegeben? Nein, Scherz. Ich weiß. 70er. Was? Ja, nee, Quatsch, der Rock-Drake da meinst du, ne? 175. Ja. Und das hier war ja auch mein Ei, das waren, was waren das überhaupt? Ja. 95er oder weiß so, ne? Weiß ich nicht. Siehst du doch. Echt? Ja, was ist er denn? 170. Ja, dann war das ein 170er Ei. Echt? Okay. Ja. Ich würde scherzen. Von wegen, mein Rock-Drake-Ei, wie kannst du nur? Nee, geil. Richtig geil. Gut. Verabschiedungsfoto machen wir noch. Und dann ist Schluss hier. Och, nackig bin ich. Muss jetzt nicht nackig verabschieden, oder? Oh. Hab ich weggepackt. Den Gachas und mit dem Dämonenschaf sag ich Tschüss, ihr Lieben. Winnie sagt Tschüss. Tschüss. Ich sag Tschüss, Tschüss. Und ich würde sagen, ja, in 2 Stündchen, denke ich.